Lieber Max, als allererstes möchte ich mich natürlich recht herzlich bedanken, dass ich hier heute sein darf. Es ist wirklich eine riesengroße Ehre und bin auch ein bisschen aufgeregt, vor so vielen Menschen zu sprechen. Ja, das hätte ich wirklich vor 10 Jahren noch gesagt. Das sage ich ganz ehrlich. Und du hast ja einiges Präsidiales heute schon von dir gegeben. Und genau das sind natürlich die Dinge, die mich auch ein Stück weit vergleichbar mit dir machen lassen. Wenn ich auch hier sehe, wie du das auch dieses Fest, auch deinen Geburtstag so toll ausgeschmückt hast, dann muss ich wirklich sagen, ich war vor 2 Wochen beim Bundespräsidenten, beim derzeit amtierenden Bundespräsidenten zum Staatsbesuch des italienischen Präsidenten. Und es war fast so schön geschmückt wie hier. Also allein das zeigt mir, welche Wertschätzung du deinen Gästen, deiner Familie, das freut mich auch ganz besonders, dass ich heute deine Familie mal kennenlernen darf. Und ich möchte mich natürlich als allererstes bei dir bedanken für deine Unterstützung, für dein, ja auch für mich bereicherndes, was du mir gegeben hast die letzten Jahre, deinen beratenden Intus, den du uns gegeben hast, auch mir persönlich. Ich weiß, dass für dich immer die soziale Marktwirtschaft am Herzen gelegen hat, nicht bloß die reine Marktwirtschaft. Und das hat mich wirklich auch ein Stück weit geprägt. Auch die letzten Jahre, und du hast es heute auch schon anklingen lassen, was die Friedenspolitik angeht. Und ich denke, das ist der wichtigste Punkt, der uns über Parteigrenzen im Übrigen hinweg vereinen sollte in Europa, dass wir nicht in diesen Krieg, in diesen Konflikt verwickelt sein wollen, dass wir und gerade wir Deutschen, ich sage das ganz bewusst, gerade wir Deutschen nicht Russland als Feind sehen sollten und auch nicht sehen wollen. Und wir sagen immer wieder, und das ist keine Floskel, ohne Frieden ist alles nichts. Und ich habe das in meiner Sozialisierung in der DDR gelernt, dass wir aus unserer Vergangenheit das lernen sollten, dass wir nie wieder Krieg in Europa führen sollten, vor allen Dingen wir Deutschen nicht. Und deshalb finde ich auch dein Engagement ehrenwert. Auch dafür kriegst du viel Kritik, genauso wie ich, wie wir. Aber ich denke, auch das wird die Zukunft zeigen, wir sind auf dem richtigen Weg, weil das ist die Zukunft, dass wir uns für Frieden, für Verständigung, für Dialog, du hast es hier heute auch häufiger gesagt, einsetzen. Das ist das Wichtigste und dass wir uns als Menschen unterhalten, dass wir miteinander reden, egal welcher politischen Ansichten wir teilweise haben, welche Unterschiede wir haben, das macht es uns ja aus. Und das ist das, für das ich auch und auch ja, meine Partei animieren möchte, auch einzutreten, mit allen zu reden, mit allen Menschen zu reden und auch niemanden zu entmenschlichen. Ich denke, das ist in der heutigen Zeit das Wichtigste. Und ich habe vor ja auch fast jetzt 1,5 Wochen am 3. Oktober in Schwerin, einige haben das gesehen, neben der aktuellen SPD-Vorsitzenden Esken gesessen, neben Frau Britta Hasselmann, neben Friedrich Merz und Ricarda Lang. Ich habe alle gegrüßt. Keiner hat mich gegrüßt. Also selbst beim Gruß ist man nicht bereit, einen Dank zu geben oder einen Wiedergruß. Und dann habe ich eine Rede gehört eines Bundeskanzlers am 3. Oktober, dem Tag der Wiedervereinigung, den glücklichsten Moment der Deutschen. Und ich bin 1975 geboren in der DDR. Für mich war die Wiedervereinigung mit das größte Geschenk. Und so eine Rede. So eine Rede eines Bundeskanzlers habe ich noch nie gehört an einem Nationalfeiertag. Es war wirklich beschämend und ich habe mich geschämt für die Bundesrepublik Deutschland im Ganzen. Und wenn ich auch den Saal gesehen habe in Schwerin und auch das Umfeld, es war eine Feier, aber nun schaut man sich Nationalfeiertage in anderen Ländern an, in Amerika, in Frankreich, in Dänemark, in Norwegen, überall, wo man mal unterwegs ist. Das sind Nationalfeiertage, wo man stolz seine Nationalflagge zeigt in Deutschland. Es ist fast verpönt, die Nationalflagge zu zeigen. Es ist fast verpönt, eine Fahne zu sehen. Und das beschämt mich. Und daran werden wir und werde ich auch arbeiten, dass das wieder zur Normalität gehört. Dass auch nicht der Stolz und der Patriotismus, und da möchte ich zu dir kommen, den Patriotismus auch wiederbelebt. Und du bist derjenige gewesen, der sich auch für uns auch parteiübergreifend als Bundespräsident 2022 zur Verfügung gestellt hat. Und ich kann mich an viele Diskussionen und Telefonate erinnern, lieber Max. Du hattest viel auszustehen gehabt. Du hattest viele Angriffe
zu erleben und erleiden gehabt, weil wir dich vorgeschlagen haben, nur dich als Mensch, als Person vorgeschlagen haben, als Bundespräsident. Und du wurdest durch wirklich den Häcksler gedreht. Und ich sag's ganz offen, 2027 ist die nächste Chance, denn du wärst wirklich der würdigste Präsident, diese Grenzen, diese Dinge auch wieder zusammenzuführen. Und deswegen bin ich auch so dankbar und ich möchte das auch im Namen meiner Frau, die heute nicht hier sein kann, da sie mit meinen Kindern im Urlaub ist, den sie sich auch verdient hat, auch grüßen. Die wäre heute sehr gerne hier gewesen. Du warst bei uns zu Gast, du hast mich im Wahlkreis besucht, du hast mich immer unterstützt. Wir haben in Weißwasser, wenn ich das noch erwähnen darf, mit Uwe Steimle zusammen eine Friedensveranstaltung gemacht, wo es nicht um Politik ging, wo es aber darum ging, für Frieden einzustehen und dass wir mittlerweile für diejenigen in diesem Land, die für Frieden einstehen, die sich für Frieden einsetzen, dass die am meisten beschimpft werden und die ganzen Kriegsbesoffenen, ich sag's ganz bewusst so, die heute im Bundestag grölen, dass diejenigen die sind, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk die größte Plattform bekommen, das ist wirklich mehr als beschämend, was muss ich wirklich sagen. Und deswegen bin ich dir so dankbar, dass du immer stabil geblieben bist. Und was uns auch verbindet, und das ist wirklich ein Zitat, was ich bringen möchte, denn du bist derjenige, der das, was du denkst, auch sagst. Und derjenige, was du sagst, auch tust. Und was uns auch verbindet, dass wir beide, was wir tun, auch sind. Und das ist das Schöne an uns beiden und auch an dir. Und deshalb bin ich dir unendlich dankbar, dass es dich gibt. Und ich hoffe, du bleibst lange gesund und du hast noch viel Liebe vor allen Dingen in deinem Leben, denn das ist das Wichtigste in dieser schwierigen Zeit, denn wenn wir uns selbst nicht lieben, dann können wir auch andere Menschen nicht lieben und ich denke, das verbindet uns und diese Verbindung, egal welcher politischen Couleur man ist, egal ob man den einen oder anderen mag, ich denke, das sollte auch heute von diesem ja geschichtsträchtigen Ort ausströmen und dafür würde ich mich freuen, wenn wir das heute auch alle verinnerlichen in unseren Gesprächen, in unseren weiteren Unterhaltungen. Vielen Dank, lieber Max, für die Einladung und ich wünsche uns allen, ich wünsche dir eine schöne Veranstaltung. Vielen Dank.